Hallo liebe Zuschauer, liebe Retro-Freunde, schön, dass ihr hier eingeschaltet habt in mein neues Video. Hier ist euer Retro-Pionier. Ich habe diese Woche eine weitere Kanalspende erhalten und deswegen möchte ich hier nochmal ein zusätzliches unterwöchentliches Video veröffentlichen. Es gab ja schon einige Kanalspenden hier von sehr, sehr netten Menschen auf meinem Kanal. Das fing ja hier an mit dem Jochen aus Wetzlar und meinem Kumpel dem Stefan, die mir ihre Pong-Konsole jeweils überlassen hatten. Dann war ja der Axel hier gewesen aus dem Nachbarort, der hatte mir ja eine wunderschöne 3DFX-Karte zukommen lassen, einiges an Arbeitsspeicher und mehr. Zu dieser 3DFX-Karte habe ich ja dann auch ein nettes Video gemacht zu meinem Retro-PC, dem ersten, diesen Pentium 1200. Dann hatte mir hier der Heiko, der Rocker 1980, eine riesige Kanalspende mit jede Menge Spiele für Sega und Nintendos Game Boy. Und da war noch ein Game Boy Direct dabei und PC-Teile, also jede Menge Kram. Und da hat er mir auch diese tollen Laufwerksschienen, wo ich erstmal gar nicht wusste, ob ich die brauchen kann, die aber dann so wunderschön da bei meinem 486er zum Einsatz kommen noch. Das werdet ihr dann noch sehen. Und dann habe ich von dem Marc vom Kanal Unboxing Power auch ein recht nettes Paket mit verschiedenerlei Sachen bekommen. Da war dann dabei mitunter ein Headset und die Bitcoins und ein Handheld. Also ich kriege das alles so gar nicht mehr wirklich so zusammen. Und jetzt hat sich hier der Tedler eingereiht. Da muss ich jetzt wirklich den Namen mal ablesen. B20A916VDOHC heißt der hier auf YouTube. Der hat mir hier auch schon einige nette Kommentare hinterlassen und mitunter hat er mir dann auch hier sehr, sehr kurzfristig ein nettes Paket zur Verfügung gestellt und das würde ich mir natürlich gerne mal mit euch zusammen anschauen. Falls ihr irgendetwas auf eurem Dachboden oder in eurem Keller lagert, wo ihr sagt, das benötigt ihr nicht mehr und das wird sich vielleicht lohnen, das hier für alle mal auf meinem Kanal vorzustellen, dann kontaktiert mich einfach unter meiner E-Mail-Adresse in der Infobox unten oder eben unter meiner Kanalinfo, da ist auch die E-Mail-Adresse nochmal hinterlegt und dann schaue ich mir das gerne mal an und vielleicht kann ich dann da auch ein entsprechendes Video draus machen. Bedanken möchte ich mich natürlich hier an dieser Stelle auch nochmal bei allen, die mich hier unterstützen in Form ihrer Abos. Für die neuen Abonnenten kann ich hier auch immer nochmal auf meine Playlist verweisen, beziehungsweise auch auf mein Vorstellungsvideo zu meinem Kanal. Da könnt ihr einfach mal reinschauen, was ich hier alles so mache. Und natürlich möchte ich mich auch bei allen bedanken, die mich hier in irgendeiner Form unterstützen mit ihren Likes und Kommentaren und dass ihr euch überhaupt die Zeit nehmt, meine Videos anzuschauen. Ich weiß das sehr wohl zu schätzen in der heutigen Zeit, wo alles sehr, sehr schnelllebig ist und die Zeit immer knapper wird. Wenn ihr euch dafür einfach so ein kleines Zeitfenster nehmt und schaut bei meinen Videos rein, das weiß ich auf jeden Fall sehr, sehr zu schätzen. Und wenn euch interessiert, was der Tedl mir jetzt hier so zugeschickt hat, dann bleibt einfach dran. Ich habe das Paket von dem Tedl hier schon mal auf meinen kleinen Präsentationstisch gestellt und hatte da auch schon mal ganz kurz reingeschaut, weil der Tedl hat mir hier einen kleinen Brief geschrieben, oder was heißt einen kleinen, einen sogar etwas größeren Brief. Den will ich jetzt nicht hier im Detail vorlesen, weil das ist auch teilweise so ein bisschen persönlich, aber so sinngemäß hat er sich durch meine Videos auch so ein bisschen inspiriert gefühlt und wünscht mir auch viel Erfolg hier so weiterhin für meine Videos auch auf meinem Kanal. Und so wie ich das hier sehe, ist er ein ganz, ganz großer Fan auch von Soundkarten. Das ist so sein Fable und da darf ich unter Umständen dann hier auch was in diesem Paket erwarten. So ein bisschen hat er das ja hier angekündigt und dann schauen wir mal weiter, was es hier noch so gibt. Dann kommt hier schon mal so eine kleine Anleitung und zwar hier sind verschiedenerlei Soundkarten abgebildet. Mitunter ist hier diese Soundblaster 16 Vibra, die ist hier gelb markiert. Das könnte uns vielleicht schon was verraten. Ich nehme an, das hat er hier irgendwie aus dem Netz auch ausgedruckt. Ja, sehr schön. Da habe ich schon mal so ein bisschen Background-Infos auch zu dem, was mich hier erwartet. Und dann gucken wir noch mal ein Stückchen weiter. Dann geht es mal weiter in die Tiefen dieses Kartons. Und da kommt ein PC-Bigbox-Spiel zum Vorschein. Und zwar ist das SimCity 2000. Ich bin ja großer Fan von Bigbox-Spielen für den PC, auch wenn die jetzt hier so meine Räumlichkeiten langsam sprengen, weil die Spiele halt einfach von Natur aus wesentlich größer sind natürlich als Konsolenspiele. Dafür ist hier eigentlich immer recht ordentlich Inhalt mit drin. Da gibt es ein ordentliches Handbuch, es gibt einen Datenträger, manchmal noch irgendwelche zusätzlichen Gimmicks. Und SimCity 2000 ist natürlich ein sehr, sehr schönes Spiel, weil es ist der direkte Nachfolger von dem Ur-SimCity, was 1989 erschienen ist.
Das ist ja eine Städtebausimulation. Ihr seid hier Bürgermeister, müsst dann eine Stadt aufbauen, inklusive Feuerwehr, Polizei und so weiter. Und dann gibt es hin und wieder mal Naturkatastrophen, die müssen dann entsprechend von euch abgewendet werden. Ihr müsst also diese Stadt managen und das muss halt sich irgendwie finanziell dann schlussendlich ausgehen. Wenn wir uns die Systemanforderungen hier in der linken unteren Ecke mal etwas genauer anschauen, dann sehen wir, dass das Spiel hier noch auf 3,5 Zoll Disketten daherkommt und die Systemanforderungen sind ein 386er oder höher. Das heißt, wir müssten uns hier so im Jahre 1992, 93 irgendwo um die Kante rum befinden. Rebel Assault, das war ja meines Wissens nach das erste CD-ROM-Spiel, ist ja 1993 erschienen. Also das heißt, das muss hier auf jeden Fall noch vorher auf den Markt gekommen sein. Das Spiel ist natürlich auch hier von der Firma Maxis, sowie auch das Original SimCity von 1989. Und dann schauen wir uns mal hier die Screenshots auf der Rückseite an. Möglichst, dass ich hier die Spiegelung so ein bisschen außen vor lasse. Der ultimative Städtesimulator, ja, das hatte ich ja schon gesagt. Und wenn man jetzt hier sich die Screenshots anschaut, dann sieht man, dass das schon um einiges besser aussieht als das UrSimCity, weil hier, das stand vorne nämlich auch noch drauf, kommt schon Super VGA zum Einsatz, also eine höhere VGA-Auflösung. Und dementsprechend ist das auch schon sehr, sehr manierlich. Und unten links in der Ecke sieht man dann, okay, das ist von 1993, da haben wir also mit unserer Schätzung gar nicht so schlecht gelegen. Was schon gleich mal auffällt, es ist hier ziemlich schwer. Ich habe zwar jetzt von umfangreicheren Packungsinhalt der PC-Bigboxen gesprochen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da ist noch irgendwas anderes drin. Also das schauen wir uns jetzt mal an. Ich öffne mal das gute Stück und ich habe hier den Verdacht, dass da noch was anderes mit drin ist. Und ja, das hatte mir der Tedl ja schon als Soundkartenliebhaber angekündigt, dass er mir hier so eine Soundkarte überlassen würde oder zukommen lassen würde. Das schauen wir uns aber gleich noch mal ein bisschen näher an. Jetzt bleiben wir erstmal hier kurz bei dem Spiel. Und das ist also SimCity 2000. Das kommt hier auf 2,5 Zoll Datenträgern daher. Hier schön in Grau. Sieht nett aus. Dann gibt es hier ein richtig dickes, fettes Handbuch. Also das ist schon fast so, wie ich das auch von den Flugsimulationen her kenne. Die haben ja auch in der Regel immer so mitunter das dickste Handbuch, so was man sich so denken kann der damaligen Zeit. Außer vielleicht jetzt noch die RPGs, also die Rollenspiele, die haben dann auch immer umfangreiche Handbücher. Meistens, wenn dann irgendwo noch das die und die Regelwerk mit aufgeführt wird, dann sind die auch etwas dicker. Aber hier gibt es also auch ordentlich was zum Nachlesen. Man muss aber natürlich da auch immer irgendwo ein Stück weit bedenken, dass es zu der damaligen Zeit halt auch diese Tutorials, so wie man sie heute kennt, auch noch nicht gegeben hat. Also das heißt, man musste sich da durchaus auch mal reinfuchsen und musste dann auch mal hier im Handbuch mal nachschlagen. Ich glaube, Railroad Tycoon, auch ein recht populärer Vertreter seiner Zeit, hat auch ein ähnlich dickes Handbuch. Da musste man auch sich schon ein bisschen einlesen, um da klarzukommen. Jetzt rutscht mir hier der Karton immer wieder hier unten drunter weg. Ich würde jetzt mal hier so mal im Schnelldurchlauf durchblättern. Das ist hier ein Handbuch, das ist immerhin mal auf Deutsch. Das ist schon mal sehr, sehr hilfreich. In Schwarz-Weiß natürlich, klar für diese Zeit. Und das sieht mir auch aus, das ist komplett in Deutsch. Da gibt es keine mehrsprachige Ausführung, beziehungsweise keine Ausführung anderer Sprachen. Aber es ist schon mal ein ordentlicher Wälzer. Also da kann man schon durchaus mal ein bisschen durchschmökern, aber sieht doch klasse aus auch. Muss man sagen, hier auf der Rückseite ist noch mal so ein, ich glaube, das ist auch noch so eine Naturkatastrophe in Anführungszeichen, auf die man treffen kann. Das ist hier dieses UFO, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe das 2000er selbst nie gespielt zur damaligen Zeit, aber es kann auch sein, dass da unter Umständen auch Aliens landen, die es abzuwehren gilt. Da bin ich mir aber jetzt nicht ganz sicher. Das würde ich jetzt hier eher mal so interpretieren. Dann kommt hier noch ein Appendum zum Schnellstart, also eine Schnellstart- oder Quickstart-Anleitung hier auch noch mit dabei. Ja, das ist wahrscheinlich das Maximalste, was man sich dann eigentlich noch mal so durchlesen würde, zumindest so nach heutigen Verhältnissen. Da gibt es dann hier zu den entsprechenden Seitenleisten, Steuerungsleisten, Werkzeugleisten, wie sie sie hier nennen, dann auch nochmal entsprechende Anleitung, so eine Art Referenzkarte, die kann man sich mal dann daneben legen. Und dann gibt es hier nochmal was Interessantes,
Das ist ja hochauflösende 256 Farben Grafik. Okay, ja, da ist noch mal was beschrieben zu VESA, VESA Local Pass Grafikkarten. Aha, das hört sich ganz interessant an. Das kann ich mir natürlich jetzt nicht alles hier auf die Schnelle durchlesen, würde auch den Rahmen sprengen, aber hier steht schon mal was bisschen drin. Besitzer von ARTI Grafikkarten, von Soundblaster Besitzern und so weiter. Also hier gibt es dann noch mal, das sieht fast so aus, als ob das unter Umständen noch mal nachträglich hier zu diesem Spiel hinzugefügt worden ist, weil es vielleicht nicht mehr in die Originalanleitung gepasst hat. Auf jeden Fall fällt es hier mit dieser roten Schrift auf weißem Papier sofort ins Auge. Dann würde ich das Ganze hier mal wieder zurückpacken. So, das SimCity legen wir dann hier mal beiseite. Sehr schön, da bedanke ich mich recht herzlich. Das freut mich auf jeden Fall total, dass ich da ein weiteres PC Big Box Spiel in meiner Sammlung ergänzen kann. Dann gucken wir erst noch mal hier weiter im Karton durch. Da gibt es noch ein paar PlayStation 2 Spiele. PlayStation 2 habe ich natürlich auch, die Slim-Variante und die normale Variante. Die habe ich noch nicht auf meinem Kanal vorgestellt, aber vielleicht mache ich das auch mal. Und Soul Calibur 2, das ist hier auch ein ganz besonderer Titel, weil Soul Calibur ist auf verschiedenen Konsolen erschienen, also mitunter auf dem GameCube und auch für die normale Xbox Classic. Und je nachdem, für welche Konsolenvariante man das hat, hat man immer einen exklusiven Charakter gehabt. Jetzt kenne ich mich leider in der PlayStation-Welt nicht ganz so gut aus, aber ich weiß, dass das hier oben auf jeden Fall ein exklusiver Charakter ist. Beim GameCube ist es zum Beispiel der Link von Zelda. Und bei der Xbox, oh, das ist mir jetzt auch irgendwie gerade entfallen, da gibt es auf jeden Fall auch einen Exclusive-Charakter. Und das ist eigentlich schon mal echt wirklich ganz schön. Das ist prima, dass ich das jetzt hier auch für die PlayStation 2 in meiner Sammlung habe. Dann Beyond Good and Evil. Das habe ich auch noch nicht. Das ist also wirklich so ein super Action-Adventure. Habe ich jetzt erst kürzlich auch wieder ein Video irgendwo gesehen, als mitunter gekürt. Eine der besten Musikstücke, mit dem das Spiel hier unterlegt ist. Also muss auch wirklich richtig, richtig klasse sein. Dieses Spiel gespielt selber habe ich es, glaube ich, noch nicht. Vielleicht mal irgendwie angespielt, mal auf dem PC. Vielleicht habe ich es auch in der Steam-Bibliothek. Das kann durchaus sein. Ist auf jeden Fall echt ein klasse Titel. Freue ich mich sehr drüber. Dann geht's weiter. Ja, das darf natürlich auch in keiner guten PlayStation 2 Sammlung fehlen. Gran Turismo. Auch wenn ich persönlich jetzt nicht so der riesige Rennspiel-Fan bin, aber Gran Turismo ist natürlich dann schon echt ein Klassiker. Das gab es ja damals auch den ersten Teil für die PlayStation 1, also auch da war es schon berühmt, berüchtigt. Und dann hier der Nachfolger oder beziehungsweise der vierte Teil der Serie dann für die PlayStation 2 mit einer riesen Fahrzeugvielfalt und Streckenvielfalt. Also ist auf jeden Fall nach wie vor, hat sich ja auch bis heute gehalten, die Reihe einer der besten Rennsimulationen überhaupt. Dann gibt es hier unten noch mal was von Capcom, und zwar Beautiful Joe. Ja, man merkt schon anhand der Aussprache, ich kenne es jetzt nicht, was ja gut ist, weil dann habe ich es auch noch nicht in meiner Sammlung und kann es mal spielen. Aber Capcom ist ja eigentlich auch berühmt für die Qualität ihrer wirklich sehr, sehr guten Spiele. Und wenn man sich hier die Screenshots mal anschaut, ja, das sieht auch schon ganz nett aus. Irgendwie anders, aber doch ganz nett. Muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Super, freut mich. Habe ich das auch in meiner Sammlung. Also da wird sich meine PlayStation-Sammlung auf jeden Fall auch drüber freuen. Und dann haben wir hier noch Ridge Racer, die Nummer 5. Irgendwie sagt mir Ridge Racer auch irgendetwas. Den kenne ich aus irgendeiner anderen Konsole. Möglicherweise der erste Teil, wird doch nicht das Sega Mega CD diesen allerersten Ridge Racer, der so recht fürchterlich aussieht, auf den Markt gebracht haben. Ich bin mir jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher, aber auf jeden Fall vom Namen sagt es mir was. Das ist hier von Namco, auch ein recht einschlägiger Publisher. Das sieht aber auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel besser aus als den Ridge Racer, den ich jetzt hier vom Sega Mega CD in Erinnerung habe. Auch sehr schön, werde ich mir auch mal angucken. Vielen Dank. Damit würde ich den Karton hier mal auf die Seite packen
und dann schauen wir uns mal das gute Stück hier an. Das ist eine Soundkarte und zwar eine Soundblaster 16 und das ist hier tatsächlich wirklich, ich will mal sagen, was richtig Besonderes, weil die reiht sich so nahtlos in die Ära des Soundblaster 2.0 oder Soundblaster Pro mit ein. Das ist also keine nachgemachte Soundkarte, so wie viele andere, die es irgendwo auf dem Markt gibt, die da rumschwirren. Das ist also noch so ein richtig Original von Creative und an diesen Soundkarten mussten sich zur damaligen Zeit dann grundsätzlich alle anderen Soundkarten messen. Das ist hier auch noch im ISA-Format, 16-Bit, also mit beiden Steckleisten. Und ja, das freut mich jetzt besonders, dass ich mal so ein Exemplar auch in meiner Sammlung habe. Und ich habe da auch schon so einen Rechner, den ich da so im Hinterkopf habe. Mal schauen, also es wird auf jeden Fall hier ein hübsches Plätzchen irgendwo finden, das tolle Stück. Da freue ich mich besonders drüber. Vielen Dank hier, Tedel, das ist echt eine klasse Sache. Und was man dann immer selten hat, wenn man jetzt mal so guckt, so nach Soundkarten, dann irgendwo mal auch auf eBay oder so und die sich dann irgendwo mal für einen 10er oder 20er bestellt, natürlich nicht von Creative, sondern von anderen Herstellern. Hier ist eine Anleitung mit dabei, also eine Original Soundblaster Creative-Anleitung. Das ist ja meistens so das, was häufig nicht mehr so überlebt. Diese Karten, die sind aus alten PCs ausgebaut, aber meistens sind dann Anleitungen, geschweige denn Treiber, gar nicht mehr vorhanden. Und hier gibt es dann sogar noch mal die Treiber Soundblaster auf CD. Das heißt, hier müsste ich gar nicht mal so arg lange irgendwo im Internet suchen. Wobei diese Kreativ- oder die Soundblaster-Treiber, die findet man ohne Probleme. Schwieriger wird es dann tatsächlich eher bei den Karten, die dann von anderen Herstellern kommen und man da recht lange suchen muss, die halt eben nur Soundblaster Pro kompatibel sind oder Soundblaster kompatibel. Da wird es dann meistens ein bisschen schwieriger, je nachdem, wie renommiert oder bekannt die Hersteller sind. Und dann gibt es hier sogar noch mal die ganze Treiberinstallation hier auf Diskette. Ja, das ist hier sogar noch versiegelt, würde ich sagen. Ja, schön, das muss man eigentlich fast direkt so lassen. Das ist irgendwie schon klasse, noch original versiegelte Disketten. Und da zumindest mein 486er ja auch über ein CD-ROM verfügt oder verfügen wird, will da ja nicht zu viel verraten, kann man ja auch so die Treiber nehmen oder man zieht sich dann doch vielleicht die aktuellsten Treiber aus dem Internet, mal schauen. Das freut mich besonders, also das ist wirklich eine ganz klasse Sache, so eine Original-Soundblaster-Karte im ISA-Format, das ist schon wirklich was richtig Besonderes und hier habe ich ja dann auch ein bisschen Infomaterial dazu, das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Das heißt, wenn ich diese Karte dann in einen meiner PCs einbaue, werde ich auf jeden Fall auch hierzu noch ein bisschen mehr erzählen, so ein bisschen Background-Infos und ich bin sicher, dass der Tedel dann vielleicht auch da meine Infos noch ein bisschen ergänzen wird. Das war dann mal hier diese Kanalspende von dem Tedel und dann sehen wir uns noch mal gleich hier vis-à-vis. Das war mal wieder so eine richtige klasse Kanalspende hier von dem Tedel. Vielen Dank nochmal an dich an dieser Stelle. Also ganz wunderbar, es hat mich hier wieder riesig gefreut und ich muss sagen, ich bin wirklich erstaunt, was meine Abonnenten mir hier so zur Verfügung stellen. Das sind ja nicht nur die Sachen selber, es sind ja auch dann auch die Aufwände, die damit verbunden sind, das Paket dann zur Post zu bringen und das Porto haben sie ja dann auch noch entsprechend für mich übernommen. Das finde ich wirklich eine super Sache, wenn jemand hier sagt, Mensch, hier, du hast hier einen Kanal, machst tollen Inhalt und ich schicke dir hier was zu, das kannst du doch mit Sicherheit irgendwie gebrauchen und so. Das finde ich einfach toll, weil gerade so in der heutigen Zeit, ich denke, da werden die meisten dann versuchen, das irgendwie bei eBay für den größtmöglichen Gewinn loszuschlagen. Gerade so diese Retro-Artikel, wenn man sich mal so die Sofortkaufpreise bei eBay anschaut, die sind teilweise so überzogen. Da sieht man, die Leute versuchen hier echt den maximalsten Gewinn irgendwo teilweise rauszuholen. Und dann kommt man manchmal so ein bisschen vom Glauben ab. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite eben wieder diese Menschen, die dann sagen, ey, das kannst du dann hier haben, ist überhaupt kein Problem. Und da freut mich einfach riesig und ich werde mich da auf jeden Fall auch wieder mit einem Gewinnspiel hier entsprechend bei euch auch revanchieren. Ich bin da so am Schauen, wann ich das jetzt mal so einplane. Im Moment geht es ja mit meinen Abonnenten so auf die 400 dazu und es geht ja auch langsam so Richtung einjähriges. 9.3.2018 bin ich ja mit meinem Kanal gestartet. Also das heißt, das wird sich auch bald jähren und dann schaue ich einfach mal, welches Jubiläum ich dann vielleicht nutze, um dann mal wieder ein Gewinnspiel für euch zu machen.
Und ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat, was der Tedel mir hier zur Verfügung gestellt hat. Lasst ihr mir gerne mal in den Kommentaren da, wie ihr das findet und was ihr generell davon haltet, von Kanalspenden und Verkaufen auch bei eBay und so weiter. Da würde mich mal interessieren, was eure Meinung so dazu ist. Und dann würde ich mich ansonsten verabschieden hier aus diesem Video. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke fürs Zuschauen, lasst mir ein Like für mein Video da, abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt und schaut auf jeden Fall mal noch in meiner Playlist vorbei. Dort habe ich einige interessante Videos noch zur Unterhaltungselektronik der 70er, 80er und 90er Jahre bereitgestellt, mitunter zu verschiedenen Amiga, Heimcomputern und Konsolen, zu Sega und Nintendos Konsolen, aber auch zu ein bisschen ausgefalleneren Konsolen wie das ColecoVision, das Intellivision, das Philips CD-i und den 3DO und natürlich auch Ataris 2600 und Jaguar. Ich bin sicher, da ist einiges Interessantes für euch dabei.